Ja, Leute, willkommen zurück bei One Piece Vault Seeker. Beim letzten Mal, ja, habe ich hier aufgehört. Jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall, Leute, was wollte ich jetzt erzählen? Genau. Wünsche euch schon viel Spaß. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Ihr dürft auch danach kommentieren. Also ihr dürft jetzt schon kommentieren. Dann fangen wir an, Leute. So. Wir haben die Kleidung gewechselt, habt ihr schon gemerkt. Wir müssen dahin. Ach du Scheiße, was müssen wir denn machen? Genau, Geheimnis der Roboter. Da könnten wir machen eigentlich. Von einem Kriegsschiff Roboterteile beschaffen. Das wollte ich ja beim letzten Mal machen, habe ich ja dann nicht gemacht. Dann haben wir noch die anderen Nebenaufgaben. Dann gehen wir zu dem anderen Hauptmission. Ich glaube, die Roten sind wirklich Hauptmissionen, Leute. Ich will jetzt auch nicht lügen, ne? Ich glaube schon. Weil wir haben safe noch einen. Ja, einer fehlt uns noch. Die anderen beiden muss ich noch mitnehmen. Die Mission. Ja, ich könnte eigentlich noch zum Funkturm gehen und dann die Mission da noch mitnehmen, ne? Das mache ich mal eben. Weil ich nehme alles mit, Leute. Wir werden es versuchen, 100% zu spielen. So, das dauert wieder mal ewig hier. So, wo ist das denn jetzt? In die Mission. Die ist hier. Ja, der hat mich entdeckt, Alter. Olm, lass mich mal einmal kurz in Ruhe. Oh, das ist Zorro. Zorro, was machst du da? Ich habe diesen Matrosen gerade gefragt, wo der Gefängnisleiter ist. Er hält sich also in der Marinebasis, in der Nähe des Eingangs zur Kristallschlucht auf. Hoffentlich sagst du die Wahrheit. Natürlich, ich schwöre, bitte nicht mehr hauen. Die Marinebasis in der Nähe der Kristallschlucht? Spaß. Die Marinebasis in der Nähe der Kristallschlucht? Da kann ich Isaac also finden. Jan, suchst du auch nach dem Robotertyp? Ja, ich wollte schon aufgeben, als ich herausfand, dass er nicht in der Hauptbasis ist. Ich bin also froh, dass ich euer Gespräch zufällig mitbekommen habe. Ich mache mich sofort auf den Weg in diese Basis. Ich auch. Die Marinebasis am Eingang der Kristallschlucht? Schätze, ich schaue da mal vorbei. So, da gehen wir natürlich erstmal nicht hin, ne? Der verschwundene Schwertkämpfer 2 ist das, ne? So, dann haben wir keine Nebenaufgaben mehr. Doch, da ist die Hauptmission. Die würde ich auch gerne mitnehmen, ne? Dann machen wir weiter mit dem Roboterteile beschaffen. So, ist das näher? Ich hoffe ja, ey. Ja, Leute, so ist das, ne? Ich hoffe, wir sind dann durch hier mit dem Kapitel 8. Da sind noch viele andere Kapitel noch. Mein Gott. So, ich sehe da schon ein Pazifist da. Wir könnten den eigentlich mal attackieren, ne? Sind da aber noch andere Leute? Ja, da sind noch andere. Ich habe schon Bock auf Kämpfen, Leute. Weil, ihr merkt das ja selbst nicht, ne? Weil, ich nehme das ja voraus ne? Und ich habe das lange nicht mehr gespielt. Deswegen. So. Ja, der hat mich schon entdeckt, aber auf euch habe ich wirklich keinen Bock, aber auf diesen Pazifisten hätte ich Lust. So. Wo ist die nächste Nebenaufgabe? Ach, da oben. Hier. Ja,
Karu brauche ich jetzt auch nicht zu rufen, ne? Komm auch so hoch. So. Ah, sind natürlich die einen Typen da? Oh Mann, komm. Es tut weh, verdammt. Wow, du siehst ziemlich mitgenommen aus. Was ist passiert? Rafi. Wir müssen dich sofort zu Chopper bringen. Okay, die Medizinquelle im Rubindorf mit Chopper sprechen. Ja, komm, Leute, ich glaube, das ist eine Mini-Aufgabe, ne? Und außerdem bekommen wir auch 300 von dem. Danach gehen wir diese scheiß Roboterteile beschaffen. Ich glaube, die ist nicht so schwer, die Aufgabe hier. Aber ihr habt ja auch gesehen, es gibt auch wirklich nervige Aufgaben, dass man sich nicht dann finden lassen soll. Oder zum Beispiel mit Zorro, Alter, man muss den von lange suchen. Chopper, es wurde noch jemand verletzt. Du musst helfen. Wie? Okay, ich sehe mir das mal an. Was ist denn passiert? Die Matrosen von letztens sind zurückgekommen. Sie sind über unsere Felder getrampelt. Also dachte ich, ich hole eine Waffe und verscheuche sie. Und das hat zu einem Kampf geführt? Das ist furchtbar. Das ist sinnlos. Ich habe nicht genügend Druckverbände, Ruffy. Ich kümmere mich darum. Was brauchst du? Eine Platinblume und beeil dich. Du sollst zumindest ein paar davon auf dem Friedhof finden. Okay, ich bin gleich da. Ja, ich glaube, wir haben die schon, Leute. Perfekt. Ja, haben wir. Chopper, bitteschön. Hier, bitte. Gut, jetzt kann ich die Blutung stoppen. Stoppen. Was ist los, Chopper? Warum geht es ihm nicht besser? Seine Lunge füllen sich mit Blut, wodurch sie immer stärker beansprucht werden. Wenn es so weitergeht, wird er nicht überleben. Das ist ja furchtbar. Komm schon, gibt es denn nichts, was wir tun können? Hey ja, wenn ich ihm ein neues Medikament verabreiche, könnte ich damit vielleicht seine lebenswichtigen Organe stärken und ihm helfen, wieder gesund zu werden. Was für ein neues Medikament? Ich bin ziemlich sicher, dass es Neomedizin 5663 oder 5663 heißt. Neue Medizin? Was? Wo ist der Arzt der Insel, Jan? Der Arzt der Marinebefürworter ist in Smaragdstadt. Du findest ihn in der zweiten Straße. Er ist im Haus auf der rechten Seite am Ende der Straße. An der Tür sind Matrosen stationiert. Oh mein Gott, zweiten Straße, Haus auf der rechten Seite am Ende der Straße. Ach du Scheiße. Okay, ich werde dir etwas von dieser Neomedizin von dort bringen. Ich werde auch hingehen. Wir treffen uns in der Nähe dieses Hauses. Verstanden. Oh Mann, sollen wir das jetzt machen oder das andere, ey? Wegen dieses scheiß Materialien habe ich keinen Bock. Ich will eigentlich zu diesem Arzt gehen, Leute. Ich bin euch ehrlich. Also hier ist der. Ja, zum Glück wird der angezeigt. Wir gehen lieber dahin erstmal. Außerdem haben wir noch Zeit. Dann mache ich die andere auch noch danach. Hauptmission werde ich vielleicht dann auch machen. Vielleicht mache ich das so. Wir machen erstmal, holen wir uns den Arzt. Dann mache ich das mit der Hauptmission. Und wir haben ein paar Pazifister da, ne? So, wir könnten Karu schon mal benutzen. Karu! Ich glaube, von Karu will ich auch ein Thumbnail haben, ne? Haben wir nicht gemacht am Anfang. Wenn ich nichts finde, mache ich den dann. Oh Mann, hier ist noch ein Kist. Was war das? Wieso waren wir am Hängen da? So, hier ist eine Kiste, ne? Aber erstmal machen wir die Aufgabe. Hier sind zwei Kisten. So. Chopper, ist der Arzt hier? Sieht so aus. Matrosen bewachen das Haus, genau wie Jan gesagt hat. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden uns den Weg frei kämpfen müssen. Da hast du wohl recht, aber nimm sie nicht zu hart ran. Ich will beim Versuch, verletzten Leuten zu helfen, nicht noch mehr Leute verletzen.
Verstanden, legen wir los, Chopper. Boah, Alter. So, haben wir die alle jetzt besiegt? Ja. Das war's für die Matrosen. Danke, Ruffy. Schnell, holen wir den Arzt. Was soll all der Aufruf? Aufruhr. Tut mir leid, ich nehme heute keine Patienten mehr an. Bitte geht weiter. Geht jetzt weit wieder. Warte, du bist hier der Arzt, richtig? Wir haben einen Patienten, der sich in kritischem Zustand befindet. Könnten wir etwas Neomedizin 5663 bekommen? Neomedizin 5663? Das ist seltenes Zeug. Nicht mal die Lagerhäuser der Marine haben viel davon vorrätig. Das wissen wir. Aber das Leben meines Patienten hängt davon ab. Ihr scheint nicht von dieser Insel zu sein. Dann müsst ihr Piraten sein. Ich kann Piraten nicht einfach Medizin geben, die ich von der Marine erhalten habe. Da würde ich mich ja lächerlich machen. Was sagst du da? Pirat oder Matrose? Wen interessiert das? Die Aufgabe eines Arztes ist es, Leben zu retten. Meine Güte, von all den lästigen Besuchern, die ich je hatte, seid ihr wirklich die Schlimmsten. Ich glaube, ich habe etwas im Haus vergessen. Alter, was ist das denn für ein komischer Arzt, Alter? Warum ist der wieder reingegangen? Ich weiß es nicht. Kaum zu glauben, dass ich das fast vergessen hätte. Hoppla. Also wirklich, meine Hände sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann muss ich auch noch ausgerechnet eine Flasche der seltenen Neomedizin 5663 fallen lassen. Hä? Und jetzt habe ich auch noch vergessen, wo ich das blöde Ding fallen gelassen habe. Das passiert wohl, wenn man alt wird. Das muss ich wohl als Fehler meinerseits verbuchen. Falls jetzt also irgendjemand diese Flasche finden würde, wäre das nicht mehr mein Problem. Kannst du mir folgen, kleines Rentier? Vielen Dank, Doktor. Du bist ein großartiger Arzt, genau wie Doc Bader. Haha, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber danke. Wir haben es geschafft, Chopper. Ich wollte schon Ropper sagen. Chopper. Ja, und jetzt lass uns zurückkehren. War's das jetzt, Alter? Was für eine Aufgabe war das denn? So, aber die nehme ich natürlich mit, Leute. Wenn wir schon hier sind, ne? Warum nicht? Das wäre dann blöd, wenn ich das jetzt nicht hier mitnehme. Und hier sind keine Gegner, ne? Keine Matrosen. So, die Kiste ist noch hier. Hallo, Ruffy. Ja, irgendwie lohnt sich das wirklich nicht. Dass man diese Kiste dann schneller aufmachen kann. Alter, das war jetzt mein Schuss. Hallo, hau den nur. Wartet der 100 Jahre, ey. Hallo. Darf ich mal aufladen, Alter? Boah, stirb doch einfach. Mann. Dauert der 100 Jahre, bis er stirbt. Ja, Leute, das ist jetzt auch unsere Schuld. So, wo ist die Kiste? Hier unten? Kiste, wo bist du? Alter, voll in 12 getroffen. So, mach's mal bitte auf, Ruffy. So, weg hier. Wir haben alles, ne? Hoffe, ich habe nichts jetzt vergessen. Ja, wir haben alles. Dann können wir hier weg.
Ach, geht ja nicht. Weil wir hier angegriffen werden. So, jetzt. Da ist das Rubindorf. So. So, wir haben die Medizin. John, wir haben die Medizin. Echt? Ich werde ihn gleich behandeln. Komm und helf mir. Danke, Chopper. Oh, okay, danke, Chopper. Moment, ist das Marinemedizin? Und sowas sagst du immer noch? Natürlich tun wir das. Wir haben schließlich auch unseren Stolz. Wir nehmen keine Hilfe von der Marine an. Keine Sorge, die Mediziner haben Ruffy und ich zusammen gemacht. Die Marine hatte nichts damit zu tun. Hä? Oh, in Ordnung. Tut mir leid. Das war eine blöde Frage. Danke, Chopper. Hahaha. Ich fühle mich schon viel besser. Danke, Chopper. Ich habe mich noch nie so angenehm hungrig gefühlt. Verstehe, das ist schön zu hören. Ich danke dir nochmal, Chopper. Ich auch, danke, Chopper. Danke. Ich auch schon, danke, Chopper. Keine Ursache, aber der Arzt, der Marinebefürworter, verdient auch euren Dank. Was war das? Ich hatte mit der Medizin eigentlich nichts zu tun. Die hat mir ein Arzt, der Marinebefürworter, gegeben. Was? Du meinst, du hast uns belogen? Unfassbar, dass ich mein Leben dem Mitleid eines Marinebefürworters verdanke. Ich sterbe lieber, als deren Hilfe anzunehmen. Hey, sag sowas, so etwas nie wieder. Hä? Auf den Abenteuern mit Ruffy habe ich vieles erlebt. Man stirbt viel zu einfach, auch wenn man leben will. Wenn ihr sterbt, habt ihr keinen Stolz mehr, der verletzt werden könnte. Meint ihr, Marinegegner oder Marinebefürworter kümmern euch noch, wenn ihr tot seid? Wenn euch das nicht passt, dann kommt ruhig wieder, wenn ihr wieder gesund seid und verpasst mir eine. Aber das würde mich nicht aufhalten, wenn es sein müsste, würde ich es wieder so machen. Chopper ist der Beste. Danke, Chopper. Tut mir leid, dass ich nichts tun konnte. Was? Wovon redest du? Leistet Jan etwa keine gute Arbeit, Ruffy? Auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, Chopper, du warst vorhin schon ziemlich cool. Finde ich auch, Leute. Hä? Mhm. Stimmt. Und mir scheint, dass du auch einen richtig guten Psychotherapeuten abgeben würdest. Genau. Dann wärst du ein Arzt, der jeden von allem heilen kann. Oh Mann. Jeden von allem heilen? Hör auf, mir so viel Honig ums Maul zu schmieren. Das gefällt mir gar nicht, du Riesenblödmann. Oh Mann. So, wir haben 300 Fähigkeitspunkte erhalten. Das ist perfekt. Ich glaube, ich habe mehr als 1000. Nein, wir haben 800. Okay, ich dachte, wir haben 1000, Leute. So, das würde ich eigentlich schon machen wollen. Schnelles Öffnen der Kisten, ne? Das dauert 1000 Jahre, bis wir das öffnen. Das können wir mehr Sachen. Das ist mit Ausschalten oben und das Ausschalten unten. Das haben wir ja gebraucht, wo wir leise sein müssten, ne? Ich erinnere mich. Das ist Überraschungs... Ja, das habe ich noch nie gemacht, ey. R1, ne? Gum-Gum-Flugdauer ist eigentlich sehr gut für uns, ja. Mache ich schon mal und dann gehen wir auf Angriff, ne? Gatling-Schaden. So. Weiter so kommt jetzt. Bestimmte Person treffen, die Insel erkunden. Haben wir jetzt 3 oder was? Hatten wir nicht 3? So. Ich glaube, bei dem ändert sich das, ne? Die Inselerkundung. Die fehlt uns. Und die anderen beiden. Kristallschlucht, da fehlen noch Kisten.
Wir wollten zur Marinebasis, ne, als nächstes. Aber ich würde eigentlich auch schon diesen wahren Schatz machen, ne, mit dem Mann in Saphirstadt reden. Ich würde das lieber anfangen, Leute. Danach machen wir das mit dem Roboter-Teil, komm. Weil ich würde schon gerne ein bekanntes Gesicht sehen, ne, weil wird mal Zeit. So. Saphirstadt. So, da sind wir. Mit dem Mann in Saphirstadt reden, genau. So, Flugdauer dauert jetzt länger. Das ist schon mal perfekt. So. Luffy? Oh, hallo Ruffy. Nee. Onkel, das ist Ruffy. Erinnerst du dich an ihn? Er ist der Typ, der den komischen Roboter besiegt hat. Ach ja, der Typ. So, du hast dich also mit einem Piraten angefreundet. Was? Du hattest schon immer ein Talent dafür, dich mit allen möglichen Leuten anzufreunden. Bist du von Sinnen, alter Mann? Er ist ein Pirat. Das ist keine Nebensächlichkeit. Und außerdem ist das hier eine Familienangelegenheit. John gehört für uns zur Familie, nicht wahr? Sie passt schon auf uns auf, seit sie klein war. Und schon wieder leugnest du die Realität. Du warst früher ein erbitterter Gegner der Marine und jetzt sieh dich an. Also, ich hab genug. Ich werde meinen Bruder zurückholen. Du alter Feigling, kannst ja hier bleiben. Okay. Ein alter Feigling, das ist es wohl, was ich jetzt bin. Ich habe aufgehört, gegen die Marine zu kämpfen, als meine Frau gestorben ist. Warum hast du aufgehört? Weil mir klar wurde, dass nichts wichtiger ist als die Familie. Ich war früher genauso hitzköpfig wie meine Söhne jetzt. Als Jans Mutter starb, habe ich mich so geschämt und kam mir so armselig vor, weil ich nichts tun konnte. Ich habe jeden Tag gegen die Marine gekämpft, um mir selbst zu beweisen, dass ich kein Feigling bin. Aber dafür habe ich meine Familie vernachlässigt. Meine Frau hatte mehrere Jobs, um uns über Wasser zu halten. Eines Tages brach sie dann vor Erschöpfung zusammen. Da erkannte ich, wofür es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Meine Söhne müssen das leider erst noch herausfinden. Und warum bringst du es ihnen nicht bei? Ich? Ja, du hast recht. Ich werde ihnen beibringen, worauf es wirklich ankommt. Das ist meine Aufgabe als ihr Vater. Ich werde dir helfen, sie zu finden. Ich auch. Danke, danke euch beiden. Ich werde nach Yuri suchen. Ruffy, könntest du nach Theo suchen? Theo ist wahrscheinlich in Topazminenstadt. Ich habe gehört, dass er dort in letzter Zeit oft hingeht. Dann weiß ich vielleicht, Vaughn, der Bergmann, wo er ist. Er weiß über alles Bescheid, was dort passiert. Aber sicher, ich werde mit Vaughn sprechen. So. Gehen wir zu Topazminenstadt. Das ist ja die Hauptmission, Leute. Boah, ich muss noch zu diesen Kristallschlucht und da müssen wir auch noch die Kisten holen, ne? Weil ich will schon alles mitnehmen, Leute. Ihr habt schon gemerkt, dass die Parts fast eine Stunde gehen. Aber Leute, das muss so sein, sonst dauert das ewig, ne? Und ich will das ja selbst nicht. So, irgendwie kommt der Typ mir bekannt vor. Weil haben wir nicht mit dem, mit Lysop den gefunden, den Typen hier? Sie wollten, dass wir sie zu einer Ausgrabung begleiten. Warum hätten wir sie da ausfragen sollen? Oh Mann, sorry Leute, fängt wieder an. Das ist es doch. Die Marine ist total blind vor Gier. Wenn man uns zwingt, deiner Steine auszugraben, gibt es keine Garantie, dass wir nicht aus Versehen etwas zu hart auf einen draufhauen.
Und was, was ist, wenn sie uns angreifen? Noch ist es nicht zu spät. Nein, nicht. Das ist viel zu gefährlich. Warte bitte. Ich schau mal, was ich machen kann. So viel Zeit haben wir nicht. Darum sind wir doch gerade zu dir gekommen. Ist etwas passiert, Jan? Was für... Für was haben wir keine Zeit? Für sowas. Wir bereiten uns so gut vor, wie es geht. Komm doch später vorbei, wenn du kannst. Hey, Jan, warum sind die so sauer? Die ganze Insel kennt inzwischen das Gerücht, dass die Marine den uralten Text gefunden hat. Wenn die Dinersteine explodieren, ist es alles vorbei. So. Das wäre ein ganz schön gefährlicher Abbau. Es ergibt Sinn, dass Inselbewohner auffordern, zu helfen, die die Gegend kennen. Aber ich fürchte, da irrst du dich. Die Inselbewohner haben Dinersteine nie wegen des Geldes abgebaut. Wenn überhaupt, dann haben sie die ganze Zeit viel mehr geheim gehalten, weil sie Angst hatten, dass Fremde davon Wind bekommen. Und jetzt gibt es auf dieser Insel niemanden mehr, der auch nur irgendetwas wissen würde, das bei dem Abbau der Dinersteine helfen konnte. Nee. Wurde in den uralten Text, den sie entdeckt haben, nicht beschrieben, wie man sie abbaut? Ich wünschte, ich könnte die in die Marinebasis schleichen und es selbst lesen. Auch wenn es nur ein Gerücht ist, sollte man eine solch potenzielle Gefahr nicht einfach ignorieren. Also gehen wir der Wahrheit auf den Grund. Okay, ich helfe dir. Nein, das ist jetzt zu gefährlich. Warte, bis mein Bericht fertig ist. Jedenfalls kannst du mir wieder helfen, sobald ich die Wahrheit kenne. Was? Ich dachte, du hast schon alle Antworten. Über was hast du dir dann vorhin in den Kopf zerbrochen? Ich habe mich darauf konzentriert, was die Marine in der Mine sucht. Die Ader auf dieser Insel ist wirklich alt. Dinersteine werden mit verschiedenen uralten Techniken abgebaut. Der Eingang ist versiegelt und auf einer Steintafel ist eine Warnung eingraviert. Wo liegt dann das Problem? Ich habe doch gesagt, der Eingang ist versiegelt, um die Mine zu öffnen. Da müsste man die uralte Steintafel zerstören. Und nochmal, wo liegt das Problem? Es ist schon ein Wunder, überhaupt so ein altes Minenrelikt in diesem Zustand zu finden. Das sollte für kommende Generationen unversehrt bleiben. Also suchen wir uns als erstes einen anderen Weg hinein. An ihren Augen sieht man, dass sie es ernst meint. Die Mine ist in der Kristallschluck. Wir sehen uns dann dort, Ruffy. Verstanden. Oh Mann, Kristallschluck, wir müssen dahin, Leute. Aber was ist denn das jetzt wieder? Warum müssen wir jetzt mit dem Typen reden? Das ist Vaughn, der Bergmann, okay? Hey, Struh, Ruffy, wie geht's dir? Hey, hast du zufällig einen Kerl namens Theo gesehen? Wenn du Wace Jung meinst, der ist gerade weg. Mann, ich habe ihn also gerade verpasst. Ich habe gehört, dass der oft hier vorbeikommt. Ganz richtig, er sagt, er erforscht alles, was mit den Edelsteinen der Insel zu tun hat. Ich habe vorhin wieder mit ihm gesprochen. Er hat etwas von einem riesigen grünen Edelstein am Strand erzählt. Jetzt, wo du es sagst, als ich ihm davon erzählt habe, dass hier neulich verdächtig Roboter gesichtet wurden, wurde er kreidebleich und rannte davon. Ich hoffe nur, dass er nichts Unüberlegtes tut. Der Strand also. Verstanden, danke. Alter, jetzt bin ich voll durcheinander. Bille, 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 bille. Gotcha. Hast du was rausgefunden, Ruffy? Ich habe das jetzt dreimal gesagt, ne? Ja, er sagte, dass er zum Strand gegangen ist. Der Strand? Ich habe gehört, dass Yuri ebenfalls Bernsteinhafen verlassen hat und zum Strand im Norden gegangen ist. Sie sollten also beide am Strand, ha? Dann sollten wir dahin. Okay, ich bringe Onkel Bray mit. Hä, ich bin jetzt voll durcheinander, Alter. Wahrer Schatz zum Strand gehen. Waren das jetzt zwei Aufgaben hier? Wir gucken mal, Leute. Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wir gucken mal.
Ja, ich glaube, wir haben zwei Aufgaben auf einmal gemacht. Zum Kristallstuch reisen. Ja. So, wir machen wahrer Schatz natürlich weiter, Leute. So, ist das ist in der Nähe, ne? Das ist näher, safe. Und außerdem fliegen wir ja auch ein bisschen länger jetzt, ne? So. Bin ich schon falsch? Ja. Warte. So. Boah, irgendwann müssen wir wirklich Fähigkeitspunkte sammeln. Ich weiß das schon jetzt. Jo, was ist denn das? Die Roboter sind da. Leute. Komm zurück, Vater. Gegen diese Dinger haben wir keine Chance. Was machst du denn da, alter Mann? Warum willst du gerade jetzt damit aufhören, ein Feigling zu sein? Ihr Dummköpfe. Wenn es für uns hier eine Zeit zum Kämpfen gab, dann jetzt. Wenn du zu lange zögerst, passiert wieder das gleiche wie vor 12 Jahren. Oder wie das, was deiner Mutter zugestoßen ist. Du wirst alles verlieren. Er hat recht. Ruffy, die Dinger sind ziemlich zäh. Ich übernehme die Roboter, damit du alle anderen hier rausbringen kannst. Genau, wir zählen auf dich. So, Haki. Also dann, wird schon schief gehen. Alter. Unbedingt muss ich euch so treffen, ne? So, den einen haben wir. Und Red Hawk. Jo, daneben. Oh mein Gott, Bombe. Hier, Bazooka. So, beweg dich nicht so viel. Hä, daneben? Okay. So geht's auch. Mein Gott. Der fliegt wie so ein Idiot, ne? So. Hier, Elefanten-Gatling. Ja, der will, dass wir unbedingt ernst machen, ne? So, das wäre damit erledigt. Ob diesen... Ja, ich konnte es jetzt nicht schnell lesen. Könnt ihr selber, Leute. Hier sind aber viele Items gekommen, ne? Alter... So. Danke, Ruffy. Deinetwegen konnte ich meine Familie beschützen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken und es tut mir leid, wie ich dich vorhin behandelt habe. Du hast wirklich gelernt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Stimmt's, Jan? Es tut mir leid, dass ich dir so viele Schwierigkeiten bereitet habe. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Es stimmt, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, warum ich gegen die Marine gekämpft habe. Nee. Sag mal, warum habt ihr gekämpft? Was ist es, wofür du mein Alter gekämpft habt? Warum fragst du nicht ihm? Komm schon, John. Lass uns von hier verschwinden. Was ist los? Du siehst so schrecklich aus. Also, das ist unhöflich. Ich habe nur gerade an etwas gedacht.
Diese Roboter, ich frage mich, ob sie auch aus einem Marinedepot gestohlen wurden. Oh ja, dein Bruder hat das erwähnt, oder? Ich frage mich, warum sie die Inselbewohner angegriffen haben. Vielleicht hat Isaac etwas damit zu tun. Oh, ich mache mir nur noch zu viele Gedanken. Vergiss, dass ich überhaupt etwas gesagt habe. So, wahrer Schatz, Nebenmission erfüllt. Wir haben 300 Fähigkeitspunkte wiedererhalten. Und Inselerkundung 4 von 6. Das Lustige ist, wir haben kein wieder bekanntes Gesicht gesehen, ne? Komisch, wirklich, ey. So, Gumbus Bazooka-Aufladung könnten wir eigentlich jetzt auch machen. Ich könnte aber Red Hawk verstärken. Was ist das? Angriff in Observations-Haki-Modus. Das mache ich, glaube ich. Was ist das? Das machen wir jetzt auch. Dann haben wir das hinter uns. So. So, Mission Erinnerung geben wir nicht. Wir könnten eigentlich jetzt mit der Dings anfangen. Ich wusste nicht, dass das jetzt so schnell geht, ne? Das hat mir gefallen eigentlich. Zur Kristallschlucht, Leute. Eigentlich will ich ja, habe ich ja 100-mal jetzt gesagt, mit dem Roboter teilen. Aber zur Kristallschlucht ist das perfekt. Weil da können wir auch dann die Kisten weiter sammeln. Das ist perfekt, Leute. Das ist das Ding, ne? So. So, Kristallschlucht. Alter, die hat mich wieder entdeckt. Kein Bock auf euch. Wir gehen zu Robin direkt. Hey Robin, ich soll also hier nach dem Eingang suchen. Ja, aber fang an den tiefsten Stellen der Kristallschlucht an. Mehr weiß ich noch nicht. Such einfach das Grenzgebiet ab. In jeder deiner Steinemine sollte es Luftschächte geben. Such nach Höhlen mit starkem Luftzug. Verstanden. Ja, diese Höhlen. Ich glaube, das wird sogar angezeigt, ne? Da ist das. Ja, Karu, kannst schon mal kommen. Wir gehen erst die windige Höhle finden und dabei könnten wir auch noch die Schatztruhen, ne, mitnehmen. Oh nein, komm, wir kämpfen. So, Gum-Gum Gatling. Elefanten Gatling, sorry. So, das war's. So, kommst du mal, Karu? So. Jo, ich sehe das jetzt nicht. Ich wollte schon sagen, wieso kommt der nicht hoch? Oh, die Kiste. Ah, die haben wir schon. Jo, da ist eine Kiste. So, die hat der die, aber... Kiste würde ich gerne mitnehmen. So, da ist auch eine Kiste wieder. Pistol!
Ja, oh, stirb doch einfach, Alter. Mein Gott. Dauert das 1000 Jahre, ich krieg 100 Mal. Oha, wie viele Kisten einfach hier sind, ne? Mein Gott. So, hier. Ist eine Höhle. Haben wir eine Kiste hier? Eigentlich ja, ne? Mach Gum Gum Gatling, Elefanten Gatling. Ja, wo ist die Kiste, Alter? Hier? Ja, da oben, ey. Da. Machst du mal, Ruffy. So, eine Kiste haben wir, aber wir sind immer noch nicht hier durch. Deswegen müssen wir hier hoch. Jo, da ist safe was, ne? Die Kiste. Jo, die Kiste war einfach hier versteckt, Alter. Wie, wir haben ein Kleidungsstück gefunden. Ja, beim nächsten Part werden wir die dann anziehen, Leute. Ich wusste nicht, dass mehrere Kleidungsstücke hier sind. Alter, das ist mal richtig geil, ne? So, Karu, kannst du mal kommen? Karu. Boah, Alter. Jetzt, wenn er jetzt nicht kommt, dann werden mich andere Leute hier sehen, ne? 100 Jahre später, Mann. Ja, der hat mich jetzt entdeckt. Das wird Karu wird uns wirklich schon auch Glück bringen, auch nicht, merkt ihr gerade, ne? Was für ein Ausblick, meint er. So. Wir brauchen die Höhlen. Hier. Ja, nur eine Klinge. Ich dachte schon Klinge. Hier nur eine Kiste. Alter. Ich hoffe nicht, dass ich das suchen muss. Ne? Also wir suchen das ja jetzt schon, aber ich hoffe, wir finden das schnell wie möglich, ey, diese komischen Höhlen. Hier. Ja, wir haben es gefunden. Zum Glück. Da kommt ein Luftzug aus der Felsspalte. Ob eine Lawine den Eingang versiegelt hat. Vielleicht ist die geheime da irgendwo da drin. Hey, wer bist du denn? Und wer hat gesagt, dass du meinen Monolog unterbrechen darfst? Das könnte ich auch dir sagen. Woher kommst du überhaupt? Moment, dieser Strohhut. Ist das Strohhut Ruffy?
Was? Der 1-Million-Berry wäre schwere Gunstschnabel? Hast du gerade Schrotgruffy gesagt? Kaum zu glauben, dass wir hier über Schrotgruffy stolpern. Du sollst ein ziemlich harter Brocken sein. Ihr seid die Piraten, die von mir die deine Steine haben wollten. Ach, nicht noch auch Piraten. Sie haben wohl die deine Steine gesucht. Stimmt genau, wir haben den Eingang bei unserem Kampf gegen Strohhut in die Marine entdeckt. Also Männer, dann zeigt mal, was ihr könnt. Wir brauchen jeden einzelnen dieser deiner Steine. Okay, Boss. Wir riskieren schwere Strafe, wenn wir den geheimen uralten Text unerlaubt mitnehmen. Ja, und du kriegst das Ding nur über unsere Leichen. Mann, was für eine Bande von Holzköpfen. Hitzköpfen, sorry. Oh Mann, ey. Aber wenn die so viele Steine haben, dann ist das hier vielleicht wirklich der Eingang. Bringen wir die Sache hinter uns, dann kann ich mir alles in Ruhe ansehen. So, kämpfen wir. Ich glaube, das mit Elefantengärtner wird hier nichts mehr. Deswegen machen wir dann einmal Königshaki. Und das war's. Das sollte reichen. Alle Probleme mit den Fäusten lösen? Hihi, so läuft das wohl immer bei dir. Oh, hey Robin. Wo ist denn Robin? Ich sehe die nicht, Alter. Wegen meiner Axt, ne? Das ist nicht meine Schuld. Die haben angefangen. Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Vor allem, weil du uns das ganz schön was eingebracht hast. Eingebracht? Was denn? Ich meine die Kopie von den uralten Texten, die die Matrosen dabei hatten. Damit können wir herausfinden, wo die Dinersteine sind, die sie suchen. Sag bloß also los. Sehen wir mal nach. Okay, warte einen Moment. Alter, wir haben die nicht gesehen wie in der Axt. Jetzt sehen wir die. Und, hast du irgendetwas herausgefunden? Die Informationen über Dinersteine in diesem Text kennt bereits so ziemlich jeder. Sämtliche Adern sind vollkommen erschöpft. So, es scheint so, als wäre die Marine in diesem Fall ziemlich schlecht informiert gewesen. Oh, du meinst also, all die Dinersteine sind bereits ausgegraben? Genau, außer bei einer Ader, von der ich noch nie gehört habe. Echt, wo? Erinnerst du dich an die Jadekugeln, die du für mich suchen solltest? Die sind in der Nähe des Teichs. Echt? Aber da war gar nichts. Ja, das habe ich auch gehört. Ich muss es selbst sehen. So, ich bin nun mal... So bin ich nun mal. Und wollen wir mal nachsehen? Das ist gar nicht weit von hier. Okay, sehen wir uns es an. Oh Mann, fängt schon wieder an, ne? Weil wir zu lange wieder den Part haben. So, hier haben wir keine Kiste mehr. Dann raus hier. Aber die Kisten würde ich gerne mitnehmen. Komm, Ruffy. Komm, Karu. Hallo, Karu. Alter. Wieso kommt der jetzt nicht, Leute? Ja, unbedingt muss mich hier einer sehen, ne? Komm, Karu. Ich drehe gleich durch, Leute. Wirklich. Ja, genau, Alter. Ihr könnt mich mal. Ich mache jetzt weiter hier. Dieser Ort wird in dem uralten Text beschrieben. Ich wusste, dass hier nichts sein würde. Die Mine ist also total leergeräumt. Keine deiner Steine, keine Jadekugeln oder irgendwelche anderen Edelsteine oder wertvolle Erze. Ich frage mich, ob sie in Panik waren oder vielleicht gab es da drin noch Hoffnung. Spürst du nicht all die Gefühle, die damals in den Leuten hochgestiegen sind? Ruffy, hast du gewusst, dass Jans Mutter damals die Oberaufseherin beim Abbau der Dinersteine war? Ja, das hat sie mir erzählt. Es heißt, ihre Mutter hätte ihr eigenes Leben geopfert, um die Insel vor Piraten zu schützen.
Die Menschen haben ihren eigenen Willen und ganz eigene Ziele, sie anzuführen und ist wirklich schwer. Oh Mann, fängt schon wieder an. Also hat schon angefangen, aber machen wir weiter. Wenn sie tatsächlich neue Dinersteine finden, frage ich mich, ob Jan der Aufgabe gewachsen ist. Machst du dir deshalb Sorgen? Du kennst doch Jan. Sie beschützt die Insel auf ihre eigene Art. So einfach ist das. Wahrscheinlich. Hast du recht. Aha. Das war genau die Art Antwort, die ich von dir erwartet hatte, Ruffy. Und jetzt erzählen wir Jan von all den falschen Informationen, die... Was stimmt etwas nicht? War da eine Minenvermessung oder tatsächlich eine Ausgrabung? Da waren eindeutig neue Ausgrabungsspuren. Wer sollte so etwas in einer Totalerschöpfung Mine zu tun und warum? Robin. Was ist denn los, Robin? Hast du eine neue Idee? Entschuldige, ist nichts weiter. Tja, ich gehe dann jetzt mal wieder zurück zu John. Oh Mann, Alter. So, zu Topaz Minenstadt müssen wir jetzt wieder zurück, ne? Aber ich würde die Kisten gerne mitnehmen, aber scheiß Karu kommt nicht, Alter. Warum? 100 Jahre später, ja, wow. Ich habe 1000 Mal gedrückt, Karu. Soll der Scheiß. Ja, häng da, genau. So, wo sind die? Waren die hier? Irgendwo waren die, Alter. Ja, da ist ja eine Kiste, so. Boah, Alter, da sind 4 Kisten auf einmal, Leute. 4. Sogar 5. Da oben habe ich einen gesehen. Ja. Wenn ich schon hier bin, nehme ich die mit. Und wir gehen jetzt direkt zurück, weil der Part schon so lange geht, Leute. Komm. Ist ja fast eine Stunde, ne? Und ein neues Nebenaufgabe ist wieder gekommen. Alter. Das Ding ist, wir bekommen wegen der Nebenaufgaben auch manchmal Fähigkeitspunkte, ne? Sonst würde ich das eigentlich gar nicht machen, glaubt mir, Leute. Sonst würde ich das wirklich gar nicht machen. Ich überlege mir aber wirklich, ob ich bei finalen Part den Schwierigkeitsgrad ändern sollte. Nee. Ich glaube, ich werde das machen. Wenn wir zu stark sind, dann soll auch der Finale richtig geil sein. So. Und das ist alles... Was wir bisher wissen, all unsere Informationen über die Dinersteine waren falsch. Das sind ja tolle Nachrichten. Wenn es wirklich keine neuen Dinersteine gibt, kann ich mich endlich etwas entspannen. Tja, das ist so ist. Wenn das so ist, dann gehe ich jetzt mal. Wir zählen auf dich, John. Danke für deine Hilfe. Tja, zumindest hätten wir das erledigt. Zumindest, was soll das heißen? Anhand der Kopie des uralten Textes habe ich die Ader untersucht, aus der die Jadekugeln stammen. Da sind mir frische Ausgrabungsspuren aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass noch andere Matrosen nach den Dinersteinen suchen. Das ist unmöglich. Die einzige... Die wusste, wie man die Steine sicher abbaut, war meine Mutter, das letzte Oberhaupt der Insel. Die Marine hat schon ein paar Dinersteine, aber die sind nicht von dieser Insel. All an dem Test und Nachforschungen wäre ich nicht überrascht, wenn sie eine eigene Methode für den Abbau entwickelt hätten. Aber neue Informationen tappen wir weiter im Dunkeln. Wenn es nur andere uralte Texte gäbe, würde ich alles tun, um diese auch zu finden. Jetzt guckt sie schon wieder so ernst. Noch ein uralter Text. Ich finde, wir sollten langsam mal was Gutes ausgraben. Sowas wie saftiges Fleisch. Oh Mann, Ruffy, Alter. Nur ans Ernsten denken. Das wäre der Fund des Jahrhunderts. Ein Stück Fleisch wird doch nur schlecht, wenn man es vergräbt. Ihr kommt aber manchmal echt weit von Thema ab. Die zwei leben wirklich in ihren eigenen Welten. Da muss ich einfach lächeln. Alle auf der Insel waren Opfer eines einzigen Gerüchts über Dinersteine und wir könnten nichts tun, um sie zu verhindern, dass es sich verbreitet.
Ich glaube nicht, dass ich die Leute noch länger aufführen kann. Aber mit Ruffy und seiner Mannschaft stehe ich das vielleicht irgendwie durch. Ich muss noch eine Menge lernen. Ruffy, Robin, ich bin so froh, dass ich euch getroffen habe. Hä? Was sollte das denn jetzt? Ah, vergiss es. So, sind wir jetzt durch? Endlich. Nebenmission erfüllt. Mein Gott, Alter. Als nächstes, wir gehen... Also ich mach das beim nächsten Part. Ich guck mal erstmal die Fähigkeitspunkte. Wir haben 300. Dann könnte ich noch ein perfektes Abwehr noch machen, ne? So. Wäre in den richtigen Moment... Müssen wir dann drücken. Und perfektes Abwehr, ne? Oder ich mach den hier. So, was ist denn das? Genau das machen wir dann. Scheiß drauf. So, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Als nächstes gehe ich zu Sunny schon mal, ne? Wie gesagt, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Wenn es wieder heißt One Piece Vault Seeker. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.